Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Cheesy Channel. Ich bin der Gauda und wir spielen heute Assassin's Creed Valhalla weiter. Letzte Folge haben wir eine geile Höhle hier entdeckt, ordentlich Schätze abgesahnt und den, glaube ich, größten Aussichtspunkt hier im Norden erkundet. Jetzt gehen wir weiter und holen uns die Fertigkeit. Zack, und hoffen, dass Eivor diesmal... Eivor! Also Eivor hat immer noch keinen Bock auf ordentlich den Weg entlang laufen. Eivor macht lieber sein Sach. Hat hier den... Oh, nice. Nice. Und sehr nice. Klimper, Klimper. Wir könnten für die anderen Leute auch ein Foto machen. Oder geht es auch noch höher? Sieht man, was die alles gebaut haben. Ist aber erstmal irrelevant. Wir gehen hier hin und machen hier das schöne Foto. Typisches Assassin's Creed Foto. Und dann geht's runter. Und platsch. Sehr nice. Komm hoch. Loki. Ich glaube, wir nennen das Pferd doch Loki, weil es taucht einfach überall auf. Und deswegen, komm runter mit dir. Ja, ich weiß, du hast Bock. Jetzt hier runter. Jetzt gib Gas. Gas. Nice. Weil Loki, unser Pferd, kann einfach von überall auftauchen. Vorhin stand es noch im Wasser. Jetzt ist es wieder draußen. Komm her. Diggi. Ja, Mann. Unser Pferd kann Damage bekommen. Loki, du bist doch eh unbesiegbar. Meinst du da ja? Jetzt hört. Ah! Auf geht's. Ein bisschen Leder abstauben. Entlang. Hoffentlich können wir da denn durchreiten. Denn letztes Mal waren das ja unsere Feinde. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre. Okay. Wir lassen uns einfach hier nicht sehen, indem wir mit dem Pferd schnell reiten. Das Misstrauensgebiet hier. Aha, hier ist also das Sperrgebiet. Haben wir schon gedacht. Zahlt den eisernen Preis. Lass mich in Ruhe, Rudi. Ich muss nur vorbei. Hat. Das dauert nicht lange. Hier lang. Hier zu den Wasserfällen müssen wir. So, was die da hier vorhaben, interessiert uns nicht. Wir sind Eivor und haben euren Chef gekillt. Also wenn ihr mich jetzt mit Pfeilen abschießen, wird das mega scheiße. Ja, ich glaube, wir sind schon zu weit oben. Da vorne ist der Eingang. Den konnten wir letztes Mal, also wir konnten letztes Mal, was heißt letztes Mal? Das war einer der allerersten Quests, wo wir Kyotvir besiegt haben, wollten wir hier noch geschwind hoch. Und da konnten wir nicht rein, weil das gesagt hat, du kannst hier jetzt nicht rein. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Doch, es sagt immer noch Gebiet nicht verfügbar. Warum nicht? Ist doch verfügbar.
Hat geklappt. Hellheim, siehe Zorn. Mal gucken, was das für eine Fähigkeit ist. Nahkampffähigkeit. Wähle welche Controller-Eingabe eine Fiktion. B. Ja, was ist das? Hellheim, siehe Zorn. Oh. In einem Tobsuchtsanfall schmetterst du deinen Gegner zu Boden, wo sie deinen Schlägen hilflos ausgeliefert sind. Drücke schnell abwechselnd LB und RB, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Geil. Das hat sich gelohnt. Also, und das, obwohl das Gebiet nicht verfügbar ist. Genau. Jetzt gehen wir schön zur Karte. Die Axt ist auf jeden Fall auch richtig geil. Ich habe festgestellt, dass wir hier noch zwei Sachen vergessen haben. Deswegen machen wir einmal... Eins, einmal zwei, danach gehen wir hier hin, drei und vierter Platz hier und danach zu unserem Schiff, mit dem Schiff dahin und wenn wir schon dabei sind, machen wir das auch noch. So, jetzt haben wir unseren Weg für diese Folge und versuchen, dass wir das schnell durchackern. Dann haben wir einen Großteil hier erledigt, ziemlich viel gefarmt. Ja, wohin? Nummer Uno. Ja gut, irgendwie zeigt es jetzt nicht an, was 1 ist und was nicht. Dahin nach. Da. Ein bisschen verwirrt. Da unten ist 1. Hier müsste doch noch 1 sein. Da unten. Oh nein, wir sind tot. Holy moly, wir haben es überlebt. Okay. Scheiße. Wir müssen auf die Seite. Okay, komm hoch. Nein, Eivor. Eivor. So, schnell hier außen entlang. Zack, zack. Hier lang. Ich sag doch, ey, wo es... Er sträubt sich manchmal. Hier. Ne, das ist zu weit weg. Das ist das hier hinten. Ach man. Gehen hier nur zwei anscheinend. Anscheinend gehen nicht so viele. Okay, einmal hier und einmal okay, wir sind fast tot. Okay, hier ist ein Lager. Nett ins Feuer. Alter, Eivor. Rune des Waffenzorns. Lesen. Gekritzelte Worte von Ragenwald Wanderskalte. Die alten Götter sind tot, auch unsere werden sterben. Nachdem das letzte Totenlied verklingt, berühren Ymirs Knochen noch immer den Himmel. Okay, nächster Punkt ist da. Ah, Mann. Ah, wir können ja uns hochporten und von oben nochmal runter. Es ergibt viel mehr Sinn als jetzt wieder hin und her. Okay, wo ist das jetzt? Da. Ja, easy. Nein, Eivor!
Ich wollte nur ein Stückchen die Klippe runter. Okay, das Ganze nochmal. Diesmal langsamer. Weil Ava nicht so Lust hat, wie ich Lust habe. Und damit ihr jetzt. Zack. Und eine Truhe. Wieder Eisenerz und Leder. Frage ist, ob sich das lohnt, das Gefarme. Das werden wir dann später erfahren. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier hin und danach hier hin. Und danach kurz alle entfernen. Nochmal hier hin. Hier hin. Hier hin. Okay, Nummer 1 ist da hinten. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Okay, hier. Berg. Hey, warte mal. Wir müssen doch springen können. Also nice, geschafft. Großteil schnell überwunden. Jetzt hier hoch. Jetzt, come on. Diese kleinen Mini-Hüpfer bringen dir gar nichts, Digi. Leute, verratet mir mal, spielt ihr Assassin's Creed Valhalla? Wenn ja, wie spielt ihr es? Ich bin so schon der Erkunder, schau mir alles an, so, wenn ich was Geiles sehe, freue ich mich auf jeden Fall darüber. Darunter, okay. Nein, Eivor. Aber Eivor, der springt halt so, wie er mag. Was soll man dagegen machen? Wenigstens können wir jetzt mit der Riesenaxt die hier zack schlagen. Weil das viel einfacher funktioniert. Aber ist ganz darunter. Auf geht's. Ja genau, erzählt mal, wie ihr das denn so gerne zockt. Klettert ihr auch so viel rum? Scheißt ihr auf diese kleinen Truhen, wo jetzt die gegenwärts, also diese Ausrüstungs Erweiterungsstücke drin sind, wie Leder und so. Ich finde, genau deswegen spiele ich das so, damit, ich meine, schaut euch an, wir rennen hier mitten im Nirgendwo rum, erkunden Sachen. Das ist einfach irgendwie ein mega geiles Feeling. Richtig geiles Feeling. Okay, da lang. Da unten ist irgendwas. Und dann das Ganze hier so zu entdecken. Zack, runter mit dir. Zack. Dann fühlt man sich wirklich wie ein Wikinger. Und wirklich, als ob man in dieser Welt... Oh mein Gott. Nein, 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 Eivor. Okay, jetzt müssen wir mega langsam machen. Wir haben nämlich eigentlich selbst ein kleiner Furz könnte uns jetzt umbringen. Deswegen brauchen wir jetzt kurz unseren Raben. Und er sieht natürlich gar nichts. Keine Bären, gar nichts. Dann müssen wir so überleben. Die Frage ist, wenn wir da unten sind und wir
gehen ins Wasser. Macht das uns dann gleich Damage? Oh, da sind Töpfe, da sind Töpfe. Ja. Silber. Okay. Und dann soll das wo sein? Hilf mir, sei meine Augen. Da unten. Ja, na dann, auf geht's. Jürgen. Ändern. Ja, Mann, nice. Hulle warten. Was? Nee, ist nichts mehr. Jetzt suchen wir mal unser Schiff, ja? Dann machen wir den Rest. Da kommt es. Dann werde ich erfrieren. Nee, nee, wir erfrieren nicht. Keine Sorge, Evo. Unsere Mannschaft ist schon da. Segel setzen. Mehr Segel! Segel! So, jetzt zur nächsten Nebenmission. Und dann hätten wir hier in dieser Gegend, also am Anfangsgebiet, eigentlich schon fast alles erledigt. Da links sind noch zwei Sachen, die wir noch kurz einholen. Yep. Und dann begeben wir uns nach Englerland. La 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 la. Das jetzt hier ist hier nochmal was aufgetaucht. Aber man muss da auch immer in die Nähe hingehen. Leute. Das ist ja richtig schlimm. Einmal auf Entdeckertour. Oh, Pilze. Und wir haben gar kein Leben. Mit unsicherer Hand beschriebener Zettel. Das erste Tor führt nach Frudelheim, wo Thors Donner bis Ragnarök erklingt. Das zweite Tor führt zu Freyjas Volkwang, der Ort für die Guten der Schlachten müde. Das dritte Tor führt nach Glatzheim, wo der Allvater seinen Bluttrinker willkommen heißt. Digga, wenn du schon hier so stehst, dann kannst du mir auch dein Leder geben. Okay, auf geht's. Fliegenpilze zu essen. Was? Oh. Das erste Tor. Welches erste Tor? Das erste Tor führt nach Trudelheim, wo Thors Donner bis Ragnarök erklingt. Das zweite Tor führt zu Freyjas Volkmann, der Ort für die Guten der Schlachten müde. Das dritte Tor führt nach Glatzheim, wo der Allvater seinen Bluttrinker willkommen heißt. Okay, hier sind aber mehr als nur... Oh, das ist Ragnarök. Was ist das? Das sieht mir aus wie... Da hinten ist Freya. Wir holen uns Freya. Weil wir sind schlachtensmüde. Okay, das war die falsche Entscheidung. War auch die falsche Entscheidung. Auch die falsche Entscheidung. Das war die... Wieso leuchtet das? Oder wir müssen alle drei Tore nacheinander öffnen. Ja, okay. Also nochmal von vorne. Tor, Freya...
Thor, Freya, Odin. Das ist Freya. Das ist Thor. Okay, Thor. Freya. Und Odin. Okay, oder das ist Thor. Nee, das war richtig. Der weit gereist und viele Fahrten tat, was in fremder Brust sich hegt, sofern Besonnenheit er sich bewahrt. Also, Rätsel abgeschlossen. Okay, nice. Das Rätsel wurde abgeschlossen. Unser erster Pilzstrip. Unser zweiter Pilzstrip, aber unser erster positiver Pilzstrip. So. Denn der allererste, den wir hatten, das war im 280er Gebiet, der hat uns vollkommen zerflügelt. Verlassenes Landhaus. Jemand zu Hause? Das ist keine natürliche Stelle. Ich finde einen Schlüssel für jedes Thronschloss. Oh Gott. Wo die beiden wohl stecken? König Harald mag keine Gedichte. Es verlangt ihm nur nach dem aufgeplusterten Geschleime niederer, mettgeschwängerter Skalden. Er kann mich aus seinem Haus verbannen, doch wird er meine Saga von König Harald dem Ungerechten nicht verklingen lassen. Man wird sie noch hören, lange nachdem sein Knochenstaub die Erde genährt hat. Doch zuerst müssen wir jagen. Ymir und ich, und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Okay. Okay, kannst du denn was finden? Nein. Müsst Schlüssel finden. Wo zum Teufel sollen hier Schlüssel sein? Zack, zack. Leder, 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 Leder. Auch Leder. Dann muss es ein Rätsel sein. Und wir lesen den Text nochmal. Das ist auf jeden Fall König Önias Tagebuch 1. König Harald mag nicht. Doch zuerst müssen wir jagen. Ymir und ich. Und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Vielleicht müssen wir meditieren, bis es nachts ist. Und jetzt? Wenn unsere Bäuche voll sind des Nachts. Oh, hier ist etwas. Ymir wurde getötet. Oh, hier ist Tagebuch Nummer 4. Okay, hier sind also mehrere Tagebücher. Tagebuch Nummer 4. Die Wölfe, die Ymir holten, sind nun auch meinetwegen gekommen. Verlauste Köter, sie haben meine Fallen überwunden. Ich höre sie an der Tür. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt aß, doch der Blutrausch gibt mir Kraft und bald trinke ich das ihre. Ich werde viele dieser Viecher mit mir nehmen und auf ihrem verzweifelten Geheul nach Valhalla reiten. Das war Tagebuch Nummer 4. Brauchen aber nochmal ein Tagebuch. Also okay, das dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Wir scheißen da jetzt erstmal drauf und kümmern uns um anders. Oder wir machen für diese Folge vorerst mal Schluss und ich check mal ab, was ich hier so finden kann. Nicht, dass ihr ewig hier dabei zuschaut. Danke fürs Zuschauen und hadi, ciao.